Okay, was ist das? Bro, da steht irgendein Mädchen. Oh mein Gott. Oh mein, oh mein, oh. Digga, sie ist weg. Nein, Digga, sie ist weg, sie ist weg, sie ist weg. Sie ist weg. Sie ist weg. Bitte kein Jumpscare, bitte kein Jumpscare, bitte. Mann, Alter, ich schwör, ich dachte, da kommt ein Jumpscare. Warum stand da ein Mädchen, Alter, hinter so einem... So, wo ist die hin, Alter? Baby, wo ist die hin? Woher soll ich das wissen, du Knödelbacke? Knödel, 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 Markey ist ein Knödel. Digga, ich muss dieses Baby echt mal aus dem Haus werfen. Wir gucken uns aber die gruseligsten TikToks im gesamten Internet an. Wenn ihr mehr gruselige Videos wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Baby, wie viele Likes brauchen wir für die nächste Episode? 5555. Ja, Baby, gehört, schaffen wir diese Likes? Und falls ihr neu seid, abonniert den Kanal kostenlos, denn ansonsten wird dieses Mädchen heute Nacht neben eurem Bett stehen. What the heck, Bro? What the heck, yo? Was? Oh mein Digga, imagine einfach, das ist dein Keller so. Da ist so eine Wasserpumpe, die von selber pumpt. Bruder, nix da mehr mit Wasser, Alter. Ich würde die Pumpe umtreten. Hör auf zu pumpen! Bro, die will richtig Bizeps bekommen, die so... Und noch einer, komm, komm, ein Sharpie noch. Bruder, ein Sharpie noch. Würde ich das sehen, ich würde direkt pissen. Einfach so. Ich weiß nicht warum. Alles einfach laufen lassen. Was ist das? Was? Bam, na, ist das real? Ist das echt? Yo, Alter, ich schwöre, das war der gruseligste und gestörteste Blitz, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Alles gut, nächstes Mal, wenn es gewittert, ich hole einfach mein My Little Pony Buch einfach raus und lese das. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum habe ich ein My Little Pony Buch, das geht euch einen Scheißdreck an. Rosen sind gelb, Blüten sind lila, ich heiße Maki Vukuhila. Okay, wir haben ein paar Girls. Noch gar nicht, nein. Die gehen nachts an irgendeine Kirche oder sowas und klopfen an der Tür. Knock harder. Let them know. Let them... Oh mein Bro! Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Da war so ein Schreien im Hintergrund. Habt ihr das gehört? Ach du Kacke, Bro. Ach du Kacke. Ich kann euch zu 100% sagen, sowas ist real. Diese Videos sind real. Ich habe das selber schon erlebt. Ich war selber mal in einem Lost Place nachts. Wir sind durch dieses Haus gelaufen und auf einmal kam genauso ein Schrei wie da jetzt bei dem, wo die geklopft haben. Ich schwöre auf mein Leben. Ich schwöre auf alles. Okay. Was? Bro, what? Na, 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 fam, okay. Na, 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 jetzt wird's zu much. Okay, komm. Ey, Bro, ich wollte heute schon noch ein bisschen schlafen. Wenigstens eine Stunde, okay? Wieso hat sich ihr Gesicht nicht mitbewegt? Stell dir vor, du knödelst da so eine durch, so Massage, Alter, und guckst so ins Spiegelbild und dann guckt es dich an und du so, oh, entspannt, Mann. Soll ich deine Schultern auch noch ein bisschen massieren, oder? Demon Sky. Dämonenhimmel. 2019 in Idaho. Oh mein Gott, seht ihr das Gesicht? Seht ihr das Gesicht, Bro? Der sieht aus wie Voldemort. Oder wieso holt der so aus, wenn er das sagt? Das klingt, wie wenn er gleich kacken muss. WTF ist das? Okay, wir gehen zu irgendeiner Mine oder sowas. Auch super gruselig. Okay, chill, Bro, chill, chill. Keine Ahnung, Alter. Also entweder es war irgendein Typ, der da unten lebt oder so. Vielleicht ein Obdachloser oder so, keine Ahnung. Oder ein Tier. Oh, ich, Digga, ich weiß es nicht. Ich will... Ah. They found a witch inside an abandoned... Also die haben eine Hexe in einem verlassenen Haus gefunden. Und der hält eine Kartoffel in seiner Hand. Wieso eine Kartoffel, Bruder? Das ist eine Babykartoffel. Willst du die abwerfen oder was, die Hexe? Nimm das, Hexe. Kartoffel. Hä? Okay, aber die Gestalt sieht sehr gruselig aus. Aber ich kann das Video wegen dieser Kartoffel nicht ernst nehmen. Chill, ich hab ne Kartoffel. Sag nur ein Wort und die Kartoffel kommt gegen deinen Kopf. Trau dich. Nimm das. Kartoffelangriff. Kartoffelsalat. Bro, wahrscheinlich ist das nicht mal eine Kartoffel gewesen, Digga. Ist mir egal, ist eine Kartoffel, Alter. Konnte ich nicht ernst nehmen, 0% gruselig. Keine Hexe der Welt kann mir mehr was anhaben. Merkt euch, habt immer eine Kartoffel dabei. Falls eine Hexe kommt, dann könnt ihr euch retten. Was ist das? Wir haben eine Frau, die am Putzen ist.
Okay. What the hell, bro? Was? Das sah aus wie eine Furzwolke. Angriff der Furzwolken. Du siehst sie nicht, aber du riechst sie. Werwolf. Ah, im spannenden Werwolf. Ja, super. Und ein Mensch läuft dahinter auch noch und rennt weg. Sehr gut. Das sieht eher aus, wie wenn jemand im Karnevalkostüm einfach rumläuft. Bro, also das ist schlecht gewesen. Die Furzwolken kommen wieder zurück. Angriff der Stinker Teil 2. This Smart Amazon Facility is terrifying. What the heck? Das ist eine Amazon-Lagerhalle und das sieht aus wie die Backrooms. What? No freaking way! Digga, da fahren auch noch so Roboter rum. Oh mein Gott, Bruder, du bist in den Backrooms. Amazon ist Backrooms. Jetzt haben wir es gelöst, das Problem. What the hell ist das denn? Junge, mega creepy. Alter, wenn du da arbeiten musst, Feierabend. Ich würde kündigen. Sofort. Yo, what? Geistkrank. Also ich schwöre, gruseligster Job der Welt haben wir jetzt festgestellt, Amazon da in der Nacht bei diesen komischen Lagerhallen-Roboter-Ding zu arbeiten. Dicker, ich würde direkt kündigen. Ich würde Einstellungsgespräch, der zeigt so, und das ist unsere Halle, ich wäre schon weg. Ich wäre schon weg, der so, wo sind sie? Herr Maki, ich weg. Tschüss, Alter. That big ass iguana just fell. Hold on to your seat. Okay, was ist das? Look at it. Yo, that is a monster. Okay, na, hey, uncool. Uncool, ich schau's mir nicht nochmal an. Ist mir so egal, was das war. War das ein Monster? Ich weiß nicht, was das war. Es ist auf uns zugelaufen. Ich will's gar nicht mehr wissen. Komm, Leute, hört mir auf. Kein Bock mehr. Todo había estado tranquilo. Todo había estado tranquilo. Okay. Da ist eine Decke. Und die Decke bewegt sich. Er zeigt, da ist sein Baby, guckt Fernsehen. Und das Fenster ist zu. Wo kommt der Luftzug her, sagt er. Mi esposa está en el baño. Fenster zu. Woher kommt der Luftzug? Da kommen wie so Hände, die so reindrücken und so, okay. Wir gucken mal. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es eso? Ah, da war eine Gestalt. Da war eine Gestalt in der Ecke. Habt ihr es gesehen? Da war eine Gestalt in der Ecke. Na, fam. Na, bro. Ahora sí me dio miedo. Yo, was? Ah, das ist hinter der Tür. Jetzt ist es weg, habt ihr gesehen? Nachdem du so ein Video aufnimmst, wie können die Leute noch weiter in ihrem Haus leben? Ich würde durchdrehen. Mein Kopf, ich würde durchdrehen. Der hat gerade irgendeine Gestalt in seinem Zimmer gefilmt, die weg war und auf einmal ist sie hinter der Tür. Bro, der Teppich bewegt sich. Nee, aber wir sind durch für heute. Nee, ich pack's nicht mehr. Mein Herz, Alter. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video, okay? Bis dann, haut rein. Tschüss, Alter.